Ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel. Ja. Willkommen zurück bei Serum Blood Cruise Part Number 2 und weiter geht's. Nee, ich bin nicht da. Ich bin schon ganz woanders. Er hasst mich aber. Nein! 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 Alter, der sieht mich volle Kanne. Alter, wenn er mich jetzt nicht sieht, ist er total blind. Guck doch, also. Guck doch da hin, man sieht volle Kanne meine Birne. Ja, okay, er ist blind. Er ist total blind. Okay, ich gehe raus. Ja. Ja, das sieht echt heftig aus mit der. Also, da kann man nur schreien. Was aufnehmen? Aufnehmen, was? Was denn aufnehmen? Ich will auch keine Flasche, Alter. Sektflasche. Ach du Scheiße. Ich gehe hier raus. Was war das? Was denn das? Eine Schaufel. Kann man sie auf den Typen donnern? Fick dich, du Arsch. Fick dich. Fick dich, Alter. Jetzt kriegst du richtig eine gebatscht, Alter. Gebatscht. Ach du Scheiße. Alter, ich hab den richtig ins Herz gedonnert, die Schaufel. I'm so bad. Really, really bad. Du hast einen Menschen umgebracht. Du bist ein Monster. Ich schätze immer noch, der lebt. Ja gut, er hat ihn ja nur im Bauch oder sonst wo gehabt. Wie kannst du da ruhig sein? Halt die Fresse. Jetzt ist er aber auf jeden Fall tot. Alter. Ja, das Spiel ist halt ab 18. Das kann man sich doch schon denken, wenn es nur Orange-Spiel ist. Ja, Rio wäre jetzt irgendwie krass. Mission erfüllt, krass. Ich hab's geschafft! Ach, das ist seine Ex! Alma! What the fuck? Creepy, creepy, creepy! Erdbeben! Oder Geheule, Sirene, sonst was. Ja, okay. Natürlich, man überlebt auch so einen Dreck. Ist klar, der überlebt. Ist ja sowas von. Ist ein bisschen zu laut. Ja, danke. Der überlebt natürlich so einen Scheiß, ist klar. Was? Game over. Nächstes Mal. Das finde ich auch cool, ist halt auch wie bei sowas Raft, typisch so eine Serie, dass immer halt schon mal gezeigt wird, was in der nächsten Episode alles passiert. Doch, sie existieren, meine Kleinen, sie existieren. I hate it. So. Zeigen gleich sofort Episode 2, nur erstmal Archiv. Die heilige Offenbarung. Dieser heilige illustrierter Text existiert angeblich schon seit Gründung der Mana-Religion, sonst was. Doch das Original ist schon lange verschollen. Diese Version ist eine handgefertigte Neufassung der späten Anhänger des Glaubens. Die in der Mana-Religion einzigartige Auffassung von der letzten Erlösung ist äußerst markant dargestellt. Okay. Ja
gut, Seite 1, eine geheimnisvolle Zeremonie fand statt, doch ein Dieb tauchte auf und riss die Opfergabe an sich. Seite 2, der höchste der Götter war zornig und ein gewaltiges Beben erschütterte die Erde. Ja, das hatten wir ja gerade, so eine Art Beben. Ja. Das war's. Okay, zurück. Dann, Videokamera. Eine echte Profi-Videokamera. Eigentum des Privatsenders Paranormal TV. Krasser Name. Oh, fickt euch doch. Hochwertige Kamera liefert nicht nur gestochen scharfe Bilder vor unglaublicher Farbtreue. Sie ist auch robust genug für den Außeneinsatz unter Extrembedingungen. Ja, okay. Und wie spielt man das jetzt ab? Auf X. Ach, hier geht's noch weiter, warte. Sie ist auch, Extrembedingungen. Sie soll sogar so stabil sein, dass sie im Notfall auch als Waffe eingesetzt werden kann. Sie verfügt über die neueste progressive CCD-Technologie, die sogar bei schlechter Lichtverhältnisse gute Bilder ermöglicht. Und wir gucken uns jetzt das Video an. Danke. Crackpot show. We're the number one syndicated show in the Monday 1 a.m. time slot. We got like 10 people watching. Nah, I'm serious. Don't try to change the subject. Why would you ever bring Bella along on an assignment? She's so stupid. The producer promised it wouldn't be dangerous. Everything was decided last minute, and I didn't have time to find a sitter. So I told the producer that I'll only go if I could bring Bella along. Why do you sound so surprised? I left a message after Stella died. Ja, kurze Zusammenfassung. Hm. Es ging mir um, dass sie sich irgendwie gestritten haben, weil der Typ abgehauen ist. Es ist halt hier. Hat irgendwie irgendwelche von Familienmitgliedern, jetzt hat das Mädchen angefangen zu weinen. Ja, ist der Typ da, das ist halt seine Ex-Frau sozusagen. Und der, die Ex-Frau war halt stinkig, weil er einfach mal so aus Spaß einfach seine Tochter mitnehmen musste. Hierher. Was ja natürlich die Ex-Frau überhaupt nicht toll fand. Und sowas ihm halt. Howard war halt Schülerausweis. Da sieht man, dass er ein Schüler ist. Yorimi International School, also Schule. Ja, School Howard. Steht da. Name Howard White. Geburtsdatum 30. Juli 1989. Gültig bis 30. Juni 2008. HW Biker Blog Paradise.com. Gut, da ist nichts. Dann Vorschlag für TV-Episode. Paranormal TV Kanal 2333. Standardformular, Programmvorschlag, Titel der Sendung, Begegnung. Verlorene Hanut, ein Geschichte der Menschen und Produzent John Titor, Regie Saul Jackson, Kamera Saul Jackson. Sonstige Mitarbeiter Melissa Clay, Gastwissenschaftler, noch nicht bestätigt. Produktion Future Post Production Inc. Kategorie Dokumentationsfilm. Natürlich, ein richtig toller Dokumentationsfilm, sage ich gleich, für unsere Kleinen unter. Hätten nicht irgendwie dokumentieren können, so süße Kätzchen oder sowas? Ja. Ach nein, sie muss natürlich so ein Scheißwort auswählen. Und da haben wir noch so ein Hördings. Melissa Gales Handy. Melissas Handy, das Hintergrundbild zeigt ein mit dem Handy aufgenommenes Foto einer selbst gezeichneten Muttertagskarte von Bella. Es liegen noch 3 gespeicherte Nachrichten vor. Die hören wir uns jetzt mal an. You have 3
Speicherte. Nachrichten. Da geht schon so die Videokamera und das so interessante Dinge, die wir euch das kurz, schnell zeigen. In der ersten Nachricht war, dass irgendwie verabreden wollten, irgendwas besprechen. Kannst du mal Fenster zumachen? Die Nachricht war eben halt irgendwie kurze Infolage über das Produktion, also Erfolge. Das ist schon echt draußen. Ungefährlich, ja. Ja, da hat er gerade gesagt, dass ihn seine Tochter mitgenommen hat, dass es alles ungefährlich ist. Ja, sieht man ja. Boah, ja, wird dunkel sein. Gut, dann haben wir hier nur so eine Waffen. Waffe? Wie war das? Schwere, stumpfe Waffe, stärker Durchschnitt. Ja, ein beliebtes Grabwerkzeug mit gebogenen Metallplatten. Ein langen Griff wird oft zum Schaufeln und Mischen benutzt. Mischen? Ja. Echt? Mischen. Ja gut, die Waffen, da kann man kurz mal das Bild zeigen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig wie jetzt halt die Handlung. Da sind schon wichtiger. Gut, das war eigentlich bis jetzt von der ersten Episode halt die Informationen. Ich würde sagen, jetzt war es auch ein Beziehungsplatz, sonst kriege ich gleich einen Fall. Echt? Nicht noch Episode 2? Hä? Die Scheiße kannst du alleine machen. Hä? Komm, du hast doch jetzt so gut durchgehalten. Nein! Was sollen nur unsere Zuschauer denn von dir halten? Ja, hä? Wenn ihr mich Schisser nennt, dann zieht euch das Spiel einfach mal selber rein. Ja. Im Ernst, das ist so kacke, ja. Im Ernst, das spiele ich lieber Outlast mitten in der Nacht durch. Naja, also. Dann mache ich lieber einen Nacht-Livestream, wo ich Outlast durchspiele, im Ernst. Genau. Also sollen wir nicht noch Episode 2 machen? Gucken wir auf die Uhr. Ja, aber jetzt noch ein Part. Und da halt, Gott. Wenn du nicht willst, dann lassen wir es. Ist ja blöd, wenn ich jetzt das und du nur in der Ecke da, weißt du? Das ist ja unser Kanal. Eigentlich noch mit Glamius, aber der ist ja nicht da. Deswegen unser Kanal. Ja, der ist gepackt, der Kopfhörer rein und dann nur zocken. So. Wenn du nicht willst, dann lass ich's. Ja, ist ja blöd, wenn ich nur alleine das da durchstehen muss. Zusammen machst du immer mehr Spaß, ne? Ja, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Okay, also, ihr habt Anerche gehört. Wir lassen es erstmal. Aber beim nächsten Mal zeigen wir euch Episode 2. Warten wir ganz kurz, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt immer was in die Kommentare, wie ihr das Projekt findet. Das ist auch immer toll, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt. Nicht knistern! Wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr sozusagen die Projekte, die wir bis jetzt machen, findet. Also ob sie gut sind oder nicht so toll oder natürlich auch die Spielevorschläge immer weiter damit. Wir haben ja schon von euch Spielevorschläge gekriegt, die ja super waren, die wir auch machen können. Das kann ich nicht. Videovorschläge. Oder ob ihr was anderes sehen, wie ihr die Kommentare schreibt, was wir darauf irgendwie antworten. Ja, genau. Sowas. Okay. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir sehen uns dann in Episode 2. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.